Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Kanal, Grillkanal Barbecue und Cooking mit Sascha. Wir machen heute Schweinebäder, Jungs, dabei Brokkoli und grünen Spargel. Die Schweinebäder, Jungs, würzen wir einfach nur mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Da habe ich das Petalos, das ist ein Salz von der Firma Büchel. Und das Gemüse würze ich mit dem Mutterklötzchen vom kleinen Bergmann. Das ist so eine mediterrane Note, die dahinter steckt. Ich probiere das einfach mal aus. Eigentlich ist es für Salat gedacht, aber warum nicht mal was missbrauchen? Ich habe mir die Zutaten durchgelesen. Meersalz, rosa Beeren, Basilikum, Oregano und. Das passt doch hervorragend als mediterranes Gemüse. Und was daraus geworden ist, das seht ihr gleich. Das Knoblauchöl habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie man das macht. Ich habe extra Neues gemacht, aber wie man sieht, ist mir dabei der Filter kaputt gegangen. Mir sind also die kleinen Reste unten reingefallen. Ist es nicht weiter wild, dadurch, dass sich das Ganze absetzt. Ich brauche nur ein paar Spritzer, die ich jetzt in die Pfanne und in den Topf tue, beziehungsweise in den Wok tue. Und dann sieht das super aus. Einmal in die Pfanne. Ausblechen. Und in den Wok. Dann nehmen wir uns den Spargel. Und tun den da rein. Oh. Das nächste, was wir machen, wir drehen erstmal hier die Seite ein bisschen runter. Den lassen wir jetzt schön anrösten. Dann nehmen wir uns nochmal was Öl, Ofen drüber. Dann kommt das Mutterklötzchen. Wenn man die Zyten bekommt, immer erstmal schütteln, weil sich die kleinen Sachen gerne unten absetzen. So. Und dann einfach hier drüber geben. So. Beim Brokkoli das gleiche Spiel. Einfach hier in den heißen Wok rein. Vorhandene Öl erstmal drauf verteilen. Ja. Und noch ein paar Spritzer oben drüber. Und auch da ein bisschen von dem Gewürz drüber. Das Mutterklötzchen selbst ist schon gesalzen, das heißt, da brauchen wir nichts zu machen. So, den drehen wir ein bisschen runter. Dann nehmen wir uns das Fleisch und verteilen es schön hier auf der Platte. Dann nehmen wir uns ein paar Baconscheiben und schmeißt die einfach so gekruselt mit auf den Spargel. Wie man sieht, der klein gemahlene Knoblauch ist jetzt doch ein wenig verbrannt. Ich hoffe, dass er nicht bitter wird. Da kann ich jetzt aber keine Rücksicht auf nehmen, weil jetzt ist er drauf. Das sieht sehr gut aus. Und hier duftet. Oh, unglaublich. Das hier ist das Salz. Wie ihr seht, relativ grobe, flache Flocken oder Kristalle. Das sieht super aus. Wie gesagt, ein sehr mildes Salz.
Wir kriegen jetzt noch Röstaromen an dem Brokkoli. Ja, das Fleisch ist auch fertig. Das heißt, das kriegen jetzt hier oben auf meinen neuen Warmhalt raus. So, von der Konsistenz her und den Röstaromen ist der Brokkoli auch fertig. Das ist im Übrigen braun. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist nicht verbrannt. So, auch den legen wir jetzt hier oben auf den Warmhalterost. Damit er ein bisschen Öl abtropfen kann. Dann drehen wir alle Brenner runter. Nehmen uns die Pfanne und dann kommt die noch mal kurz hier auf den Seitenbrenner. Dann können wir hier nicht zumachen und alles zieht gar. So, es ist fertig. Jetzt wird angerichtet. So sieht das Ganze jetzt auf dem Teller aus. Ich pieke es einfach mal hier rein. Und dann sieht man, der ist schön weich geworden. Immer noch bissfest, aber weich. So soll er sein. Dann schneiden wir mal an. Machen wir der Reihe nach. Ich fange mal mit dem Spargel an. So, einmal der Spargel, wie gesagt, von der Färbung her super schöne Farbe bekommen. Ganz weich, bisschen Bacon dabei. Ich weiß nicht, wie er schmecken soll. Es ist mein erstes Mal, dass ich grünen Spargel esse und ich bin total begeistert. Und das Gewürz passt hervorragend dazu. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie er normal schmeckt, in Anführungsstrichen, was auch immer normal ist. Aber das ist schon eine Hausnummer. So, Brokkoli. Also, Brokkoli aus der Pfanne. Ich werde ihn nie wieder anders machen. Nie wieder. Und das Fleisch. Ja, ich weiß nicht, ob man es noch erkennen kann. Eine rosa Färbung ist definitiv noch da. Es ist butterzart. Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ja, und halt gesalzt und ein bisschen Knoblauch dran. Selbst der verbrannte Knoblauch, wo ich gedacht habe, oh, der wird mir vielleicht bitter. Nichts. Also dieses selbstgemachte Öl kann ich immer nur wieder empfehlen. Leute, ich mag keinen großen Abspann. Nachmachen, weil es einfach geil. Wir sehen uns.